Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren, auch von mir. Es gibt Skandale, die nur deshalb nicht mehr als solche wahrgenommen werden, weil sie schon seit Jahren oder gar Jahrzehnten anhalten und sowohl die Politik als auch die Medien es im Grunde aufgegeben haben, dagegen vorzugehen. Und ein solcher Dauerskandal ist die Plünderung der Beitragszahler der gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland durch die Medizinindustrie, zu der ich übrigens nicht nur die Pharmaindustrie, sondern auch die Gerätehersteller, die Krankenhausindustrie und weitere zähle. Jeder halbwegs aufmerksame Zeitungsleser weiß, dass da irgendwie es nicht mit rechten Dingen zugeht und dass da ein Kartell aus Konzernlobbyisten und Verbandsfunktionären jenseits öffentlicher Kontrollen die Verteilung von dreistelligen Milliardenbeträgen aushandelt und dass es dabei in erster Linie um wirtschaftliche Interessen und Macht und eher selten um das Wohl der Patienten und erst recht nicht um die beste Medizin auf der Höhe der bekannten ärztlichen Kunst geht. Da werden Mondpreise für angeblich innovative Medikamente bezahlt, deren Nutzen nicht belegt ist. Da werden massenhaft teure Untersuchungen durchgeführt, nur um die teuren Geräte auszulasten, welche die Hersteller in viel zu großer Zahl an Krankenhäuser und Ärzte vertickt haben und so weiter und so fort. Über diese Missstände wird zwar immer wieder mal berichtet, aber es passiert nichts. Nicht zuletzt deshalb, weil die meisten kritischen Journalisten bei diesem Thema doch eher kurzatmig sind. Immer wieder mal wird diese Korruption und jene Selbstbedienung aufgedeckt, aber das war es dann meistens auch. Und die Strukturen dahinter, die solche Verschwendung überhaupt erst möglich machen, die werden kaum benannt und schon gar nicht werden die wirklich langfristig Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen. Aber es gibt Ausnahmen von der Regel. Eine solche Ausnahme auf Seiten des Apparats ist der Mediziner und leidenschaftliche Arzt Peter Sawicki. Und eine weitere Ausnahme auf Seiten der Medien ist Ursel Sieber. Als Sawicki 2004 zum Leiter dieses Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen berufen wurde, da schien es dann plötzlich, als seien Reformen doch möglich. Denn Sawicki hat wirklich das getan, was ihm aufgetragen war. Er und seine Mitarbeiter prüften Medikamente und Therapien auf ihren wissenschaftlich belegbaren Nutzen und wenn es den nicht gab, dann haben sie empfohlen, sie nicht als Kassenleistung anzuerkennen. Und dabei wurden sie so häufig fündig, dass sie natürlich auf Widerstände stoßen. Und tatsächlich gibt es für 80% aller Kassenleistungen bisher keinen wissenschaftlich sauberen Nachweis über deren Nutzen. Und Sawicki war absolut unbestechlich und kompromisslos. Das ist ganz offenkundig eine Eigenschaft, die mit den Gepflogenheiten im deutschen Gesundheitswesen nicht vereinbar ist oder war. Und darum wurde er über eine von langer Hand geplante Intrige im Januar 2010 schließlich abgelöst, wegen angeblich falscher Spesenabrechnung. Das wurde berichtet und abgehakt und vergessen. Aber Ursel Sieber wollte sich eben damit nicht abfinden, weil viel zu lange und viel zu oft hatte sie ja schon vorher über die Missstände im Gesundheitswesen berichtet. Und darum wollte sie unbedingt verhindern, dass mit Sawicki die bisher größte Reformhoffnung einfach sang- und klanglos verschwindet. Und das ist ihr wirklich ganz hervorragend gelungen. Ihr Buch Gesunder Zweifel beschreibt eben nicht nur einzelne Fehlentwicklungen, sondern das Buch erklärt anhand des Falles Sawicki und über sein langjähriges Wirken da an diesem Institut im Detail, was im deutschen Medizinbetrieb schlecht läuft. Und das ist auf der einen Seite wirklich minutiös aufbereitet, also wirklich en Detail und ist trotzdem ganz leicht zu lesen. Also ich habe kaum einen Tag gebraucht, um das Buch zu lesen. Und wenn Sie denken, das weiß ich doch schon alles, wie das da im Gesundheitswesen zugeht, ich versichere Ihnen, Sie irren sich, Sie wissen es nicht. Nach der Lektüre von Siebers Buch sind Sie wirklich schlauer. Und sollten dereinst mal wieder echte Reformer im Gesundheitsministerium Einzug halten, dann können Sie in diesem Buch nachlesen, wo es langgehen muss. Sie müssen einfach genau da weitermachen, wo Sawicki aufhören musste. Und darum freue ich mich, dass Ursel Sieber heute diesen Preis bekommt. Und ich hoffe, es macht ihr Mut, trotz der ganzen Frustration das Thema nicht aufzugeben. Bitte schön.
Schönes Gefühl, ne? So, ich bin sicher, dass viele Menschen noch nie was vom IQWiG gehört haben, bevor Journalisten wie Sie eigentlich diese Spur aufmachten. Was hat Sie dazu bewogen? Wie fing es an? Es fing eigentlich so an, als 2004, das war kurz nachdem Peter Sawicki ins Amt kam, das Medikament Vioxx vom Markt genommen werden musste. Das war ein Schmerzmittel. Und ich hatte zu diesem Zeitpunkt einen Bericht vorbereitet, es war reiner Zufall, wo ich nachgewiesen habe, dass die Firma über die Studien gefälscht hatte und Nebenwirkungen verschwiegen hatte, wegen derer das Medikament dann fast 10 Jahre später vom Markt genommen werden musste. Und Peter Sawicki hat sich als einziger damals getraut zu sagen, was diese Firma gemacht hat. Wir hatten den Bericht vorbereitet. Dann kam sozusagen wurde er Leiter des IQWiG, dann musste das Medikament vom Markt genommen werden. Und er wurde persönlich, also von der Firma, auf Schadensersatz verklagt. Und ich wurde auch fast ein Jahr damit beschäftigt, um Gegendarstellungen abzuwehren. Und es war so der Anfang eines Jagdinstinkts, der mich da gepackt hatte und der sich da auch dann auch über die Jahre so gehalten hat, als ich dann auch von Pharmalobbyisten angesprochen wurde, die mir Material verkaufen wollten über Sawicki, dunkle Geschäfte und so weiter. Und wenn man das nachrecherchiert hat, ja, es waren einfach bezahlte Lobbyisten und das hat mich immer so, hat mein Instinkt wachgehalten. Und als er dann abgelöst wurde unter diesen fadenscheinigen Bedingungen, hat mich das natürlich sehr interessiert, weil dieses Institut sehr wertvoll ist. Es klingt schrecklich, der Name, aber es ist das Wichtigste, was wir in Deutschland haben, nämlich es versucht wirklich den Nutzen von Medikamenten und Behandlungen zu überprüfen, für die wir alle Unmengen an Geld ausgeben. Sie haben gerade schon gesagt, da gibt es schmutzige Tricks bei den Lobbyisten. Können Sie da noch mehr Beispiele vielleicht uns nennen? Naja, das Problem ist, dass man braucht sehr lange, um an die schmutzigen Tricks zu kommen, weil die Tricks sind dunkel, sie sind im Geheimen oft, es liegt nicht auf der Straße. Haben Sie Informanten in der Pharmaindustrie? Ja, ich habe natürlich mittlerweile sehr viele Kontakte. Ich habe Leute, die mir Sachen zustecken, die mich anrufen und so ist im Grunde auch dieses Buch entstanden, so konnte es eigentlich nur entstehen. Ich wusste einfach, nachdem Sawicki 6 Monate im Amt war, im VfA die ersten Rechtsgutachten angestellt wurden mit sehr teuren Anwaltskanzleien, um zu überlegen, wie man diesen Typ wieder los wird. Und so gab es also die ganzen Briefe an das Ministerium, die habe ich eben über solche Informanten bekommen. Warum ist eigentlich die Politik so zahnlos? Also es ist immer ein bisschen verallgemeinert, die Politik, aber trotzdem, wir haben ja viele Gesundheitsminister kommen und gehen sehen und man hat doch den Eindruck, dass eigentlich nie etwas passiert, wie auch Harald Schumann gerade gesagt hat. Machtlos gegenüber einer übermächtigen Lobby oder wo? Was sind da die Bausteine? Ja, das habe ich mich eigentlich auch oft gefragt, weil ich finde, eigentlich wäre die Politik gar nicht so machtlos. Ja. Und also die Gründung dieses Instituts und auch die Berufung dieses Leiters war eigentlich, von der damaligen Gesundheitsministerin Ulla Schmidt ein mutiger Schritt. Ich finde, es ist oft mutlos. Also wenn ich mir das genau angucke, dann finde ich, dass die Politiker oder auch die Minister sehr schnell zurückschrecken vor Schlagzeilen. Also Ulla Schmidt hat mal gesagt, demonstrierende Kinder oder Jugendliche vor meinem Ministerium, das darf nicht sein, das mache ich, also das darf überhaupt nicht passieren. Also dass sie sehr schnell zurückschrecken und ich finde auch, dass im Grunde... Es gibt ja auch keine demonstrierenden Patienten in dem Sinn. Ja, aber wenn es sie gibt, dann sind sie sozusagen, das ist sozusagen das Schlimmste, was passieren kann. Nein, ich finde einfach, dass die Politiker sehr viel mehr Macht hätten, als sie tatsächlich nutzen. Und ich finde auch, dass es natürlich daran liegt, dass die Presse, also wir Journalisten, eigentlich viel zu wenig in die Tiefe gehen, auch viel zu wenig dranbleiben und diesen Lobbyismus auch öffentlich machen. Und vielleicht ganz kurz zum Schluss, das IQWiG, wie arbeitet es jetzt, nachdem Peter Sawicki, der ja sehr gut war,
weggegangen ist, weggemobbt wurde, wenn man es so bezeichnen mag? Das EQUIC hat unter dem neuen Bundesgesundheitsminister neue Aufgaben bekommen. Es ist auch aufgestockt worden, aber es ist eigentlich so organisiert, dass es sozusagen nutzloser ist als früher. Es ist größer geworden, aber es hat weniger Nutzen, sage ich jetzt mal, weil es viel unnötige Dinge macht. Und ich finde auch, der Leiter ist relativ leise, der neue Leiter. Das heißt, wir werden viele Berichte von Ihnen noch dazu bekommen. Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch. Und jetzt sind wir bei Platz 2 und der ist mit